Scheiße. Besten Solar-Dinger bauen. Wer nimmt denn Solar? Mal gucken. Dachmuster. Windkraft. Ja, papplapapp. Papplapapp. Mal gucken. Spätestens wenn die erste Rechnung kommt, sag ich ja. Kitty! Der Pixelbrei liegt heute an meinem Internet. Der Pixelbrei liegt an meinem Internet. Mein Internet mag mich heute nicht. Eigentlich mag mich heute gar nichts. Sims mag mich heute auch nicht. Aber der Pixelbrei liegt an mir diesmal. Mich wundert, dass es überhaupt grün ist. Ich weiß schon, warum ich gesagt habe, ich stream heute nicht so lang. Das sollte aber gleich wieder besser werden. Geht gerade wieder hoch. Oder? Ah ne, es geht wieder runter. Okay, ich glaube, ich habe gleich einfach gar kein Internet mehr. Was ist denn nicht funktioniert? Ja, nee, ich glaube. Ich glaube, bis 13 Uhr wird sowieso nichts mehr. Ich glaube, mein Internet trägt toll den Streik. Das wird halt immer schlechter statt besser. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie uns das Internet wieder. Also, dass sie wieder Leitungsarbeiten haben. Sieht nämlich ganz stark danach aus. Ja, es wird halt echt nicht besser. Es wird halt nur noch schlechter. Ich bin bei 900 Kilobit. Geil, ne? Lübt. Lübt. Also, ich hoffe, dass es in den nächsten 15 Minuten besser wird. Wenn nicht, dann mache ich um halb schon Feierabend. Aber dann sehen wir uns 2 Wochen nicht. Es wären sehr, sehr lange 2 Wochen. Es schwankt gerade zwischen 1900 und 2000. I hate it. Gangster. Man, wo man bei Luna erst liest, dann denkt, wait a minute. Es steht auf Hi-Fi. Oh, Kitty. So. Ein Gourmet zu bereiten. Mandelmakronen, Knoblauchnudeln. Komm, wir machen einmal Knoblauchnudeln. Du führst das bitte einmal.
Oh, ich bin wieder bei 3500. Ich glaube, es pendelt sich ein. Oh. Wir könnten Glück haben. Lass mich, Kitty. Rede Deutsch mit mir. Verstehe doch die neudeutschen Wörter da nicht. Dass das Schwachsinn ist, weißt du, Kitty, oder? Das ist dir hoffentlich bewusst. Es passiert, wenn es passiert. Oder auch nicht. So ist wie heraufbeschworen, gibt's nicht. Das ist Schwachsinn trotzdem. Und was ist, wenn man es sagt und es nicht passiert? Also wenn man es sagt und es passiert so, wie man es gesagt hat? Was ist es dann? Da sind wir wieder bei der Veränderung der Sprache. Ich kann es nicht ab, ne? Ist das eine Redewendung? Jetzt ist das Scheißredewendung. Ich akzeptiere es, aber ich muss es nicht so sehen. Ich muss es nicht mögen. Oder annehmen. Wenn das bei euch eine Redewendung ist, okay, bei mir, damit braucht ihr mir nicht kommen. Ist so. Es ist halt einfach kompletter Schwachsinn. Was ist, wenn er genau das eins, was man sagt? Wie nennt man das dann? Also. Man braucht doch nicht für alles eine Redewendung oder ein Wort. Hey, die Sprache ist einfach nur noch totaler Shit-Dreck. Vor allem, eigentlich ist es egal, was du sagst. Du musst sowieso immer aufpassen, was du sagst. Ohne Witz, Kitty, ich habe das Wort das allererste Mal von Luna dieses Jahr gehört. Ich habe das erste Mal das Wort dieses Jahr gehört. Ich habe das in den ganzen Jahren noch nie gehört. Noch nie. Ohne Witz, noch nie. Nee. Nicht in der Schule, nirgendwo. Aber selbst auch dieses... Das hat mich ja früher in der Schule schon aufgeregt. Dieses HDGDL. Kriege ich aus meinem halben Kotzkreis. Jetzt kann man nicht sagen, ich hab dich lieb oder ich hab dich ganz doll lieb. Nein, du musst alles abändern, alles abkürzen und dann alles denglischen. Ich hasse es. Ich krieg Aggressionen dabei, ich reg mich dabei so auf. Das wird auch immer ein Streitthema bleiben. Das wird immer ein Streitthema bleiben. Ich kann es nicht ab. Ich kann es einfach nicht ab. Da kriege ich sofort, nee, den Rappelball. Nee. Einfach nein.
Ich glaube, ich werde irgendwann auch mal eine Sperrliste, allein mit diesen ganzen neuen Wörtern, einfach, ich glaube, diese Sperrliste wird einfach so lang. Ja, da hatte ich jetzt nämlich mit Fotos erst wieder das Thema drüber, wo wir auch gesagt haben, so, das sind Wörter, die werden einfach irgendwie zusammengewürfelt in der Hoffnung, dass sie passen. Dann wird da irgendwie gesagt, ja, das heißt aber, nein, heißt das nicht. Das hieß früher nicht so, das heißt auch heute eigentlich nicht so. Das wird so erfunden. Ich weiß, was ist TOS? Was? Luna, was? Was für ein Toast? Vielleicht ist das so ein Ruhrpott-Ding. Das woanders kaum vorkommt. Das kann auch sein. Luna, was? Ich kann kein Englisch, das ist dir hoffentlich bewusst. Dann schreib doch Regeln! Dann schreib doch Regeln! Was willst du von mir? Genau, Kitty. Kitty versteht mich. Kitty versteht mich. Regeln! Regeln, Luna! Auch da, oder Witz, im Englischen Unterricht. Okay, ja, bestimmt. Im Deutschen habe ich es noch nie gehört. Jinx ist so eine von League of Legends, oder nicht? Ich meine auch. Zumindest sehe ich da immer so Cosplayer. So, die dann so, hey, bist du nicht Jinx aus dem so und so? Wer? Kenne ich zwar nicht, aber egal. Es ist immer noch das Wort. Tutorial. Das kann ich noch aus. Was? Oh Gott. Ich hasse Abkürzungen. Ich hasse Sprache. Sprache ist schlimm. Ist genauso. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war vor einem Jahr. Ich habe vor einem Jahr das allererste Mal das Wort Crush gehört. Und ich dachte so, wie, was? Ja, ich habe einen Crush auf den und den. Du hast ein Eis auf den und den? Weil ich habe ein Crush-Eis, also dieses Eis gedacht. Also, ja, nee, ich habe einen Crush auf den. So, bitte, was willst du von mir? Keine Ahnung. Ja, ne, ich stehe auf den und den. Dann sag das doch! Verdammte Kacke! Was ist daran so schwer? Ich bin alt! Ich verstehe das doch nicht! So, Frisch, aber Frisch ist genauso! Frisch ist halt auch so, bitte, was willst du jetzt von mir? Ja, da habe ich ihm die Story nämlich erzählt und dann so... Nee. Einfach nee. Er hat sie umgedreht und ist gegangen. Das ist furchtbar. Ich habe ein Eis auf den. Ja, ohne Witz, ich habe halt an dieses Crush-Eis gedacht. Ich dachte da so, ah, okay. Ja. Wieso hast du ein Eis auf den? Warum hast du Crush-Eis auf den? Hä? Nee. Das... Oh, Sprache. Furchtbar. Wo ist eigentlich mein Kind abgeblieben? Mein Kind liegt im Bett. Ich weiß aber, was die AGBs sind. Was AGBs sind, weiß ich, ja. Du wirst ja überall mit zugespammt. Aber auch da verstehe ich nicht, warum man nicht allgemeine Geschäftsbedingungen sagt. Ich bin halt kein Freund von Abkürzungen. Klar, es gibt einige wenige, die nutze ich selber. Das ist aber... Es ist so selten. Und dann halt auch eher sowas wie XD, ne? Aber ich habe noch nie in meinem Leben HDGDL geschrieben. Noch nie.
Nein, das auch nicht, Luna. Das habe ich auch nicht geschrieben. AFK habe ich auch noch nie großartig geschrieben. Ich sage Leuten, ich komme gleich wieder oder ich bin gleich wieder da. Ich bin kurz weg. Ich bring kurz den Müll raus. Aber nicht AFK. Nein, Luna. Nein, Luna, ich nutze sowas nicht. Ich nutze sowas nicht. Das Schlimmste ist, mein Handy, die Autokorrektur, die korrigiert mir nicht das normale deutsche Wort. Nein, ich krieg die Abkürzung. Das heißt, wenn ich einen Text schreibe am Handy, ich tippe dann erstmal diese Abkürzung wieder weg und schreibe das richtige Wort. Ja, was das bedeutet, weiß ich, aber ich schreibe es nicht. Ich nutze es nicht. Ich hasse es. Also wenn es andere nutzen, ist es das eine. Aber wenn dann Leute sagen, ja, nutz doch das und das. Nein, tue ich nicht. Will ich nicht. Lass mich das so nutzen, wie ich das will. Es gibt ja wirklich Leute, die das dann sagen. So, ja, schreib das doch. Das ist doch viel kürzer. Ja, mag ja sein, aber ich will das nicht schreiben. Lass mich. Ich will das nicht. Ich schreibe gern das Wort aus. So wie das Wort auch heißt. Ja, benutze doch wenigstens das Englische. Ist doch kürzer. Nein, ich bin Deutschland. Dann nutze ich nicht Englisch. Außer wenn mich jemand auf Englisch was fragt, dann rede ich vielleicht Englisch. Oder wenn ich auf Englisch eine E-Mail schreiben muss, dann nutze ich auch Englisch. Aber auch dann das normale englische Wort, wenn ich die abkürze. Das ist ganz furchtbar. Yippee, Iron. Menschen wollen halt abkürzen, um Zeit zu sparen, weil wir so ein effizientes Volk sind. Ja, das sehe ich immer bei Fotos auf der Arbeit. Effizient. Mh. Mensch arbeitet langsam. Mensch macht nur das Nötigste, beschwert sich über zu wenig Geld. Aber wenn jemand nur das Nötigste macht, kann man auch nicht mehr verlangen. Aber es muss immer ja alles schnell, schnell gehen. Und keiner versteht, was du von einem willst. Immer wieder toll. Die Gespräche, die ich dann immer mit Fotos habe, ganz toll. Läuft. Gut, es gibt wirklich Sachen, die sind unterbezahlt, aber ich rede halt, wie gesagt, jetzt von seiner Arbeit. Ich will das nicht verallgemeinern. Ich rede das jetzt halt wirklich nur von seiner Arbeit, was er mir dann immer erzählt. Und dann halt wirklich immer dieses, oh, Feierabend, ganz schnell, schon 30 Minuten vorher. Schnell. Wir sind eine schnelle Gesellschaft. Aber effizient ist das andere. Effizient ist dann wieder das andere. Weißt du, statt sich mehr Zeit zu lassen. Ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich lasse mir für Dinge gern Zeit. Genauso wie es dann auch heißt, ja, beeil dich mal mit dem Essen. Nein! Ich will meine Pizza genießen. Ich will meine Pizza genießen. Ich will die nicht runterschlingen. Oh, es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Das League of Legends Jinx will mir das Spiel was sagen. Oh, Kitty. Zuckerschock! Zuckerschock hatte ich gestern. Ich habe gerade ein ganz ungutes Gefühl in meiner Magengegend. Ich habe die Hoffnung auf etwas. Ich weiß gar nicht, was meine... Musst du nicht ins Bett? Also, ich sag mal so, seit dem neuen Addon, also nach dem neuen Pack, sind diese Anzeigen etwas buggy. Ich weiß halt nicht, ist sie jetzt fertig oder ist sie nicht fertig?
Jetzt bin ich nur am Gucken. Wie gesagt, ich weiß halt nicht. Die Anzeigen sind halt echt buggy. Blaue Milch? Komm, ist Apfelmus. Die Anzeigen sind halt echt ein bisschen. Nee, hab ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, nur drei Mods. Einmal der MCC, dann dieser Schwangerschaftsmod. Aber ich habe das auch ohne Mods, Ryan. Ich habe das auch ohne Mods. Und, warte, wie hieß der andere? Slice of Life habe ich auch noch. Das sind die einzigen drei Mods. Davon ist aber mindestens einer, glaube ich, Script. Das habe ich sogar auch schon getan. Dann ging es der ganze Zeit und dann war es wieder so. Das hatte ich mit der Familie, die ich ja vorhin gezeigt habe, mit der asiatischen. Die hatte ich erstmal ohne Mods gespielt, also ohne MCC, weil das war ja dann alles noch nicht, weil hatte ja das ja alles frisch installiert. Dann teste ich das ja immer erst ohne Mods. Und ich glaube, nach einer Woche hatte ich dann das andere wieder reingepackt. Also so, dass ich das halt heute im Stream spielen konnte. Aber trotzdem ist es halt etwas. Der Schwangerschaftsmod ist keiner. Bei MCC und Slice of Life weiß ich es nicht. Müssten beides welche sein. Also zumindest einer. Der Schwangerschaftsmod ist keiner. Die einzige Mod, von der ich das weiß. Aber mehr nutze ich auch nicht mehr. Sagt, Slice of Life könnte tatsächlich eine Schwangerschaftsmod, das hat überhaupt keine. Okay, ich habe einen Geist. Versteck dich. So, Madame, was hast du für Sorgen? Hygiene. No, ist unser Baby stinky stinky, ja? Ist er stinky stinky? Ja, du bist stinky stinky. Ja, bist du stinky stinky? Ja, bist du stinky stinky? Habe ich einen Knall? Oh ja. Einen? Ja, nur einen. Oder willst du was anderes behaupten, Iron? Ich habe irgendwie Angst vor der Antwort. Es so viele wie Sterne am Himmel gibt und dafür liegen wir den. Oh, ich liebe es, über 5 Sheets eingeben zu müssen.
dass wir nur welche zum Bauen. Ich muss einmal gucken. Juhu, Freien hat mir geschrieben. Okay, warte, jetzt muss ich erstmal noch was anderes gucken. Ich habe mir nämlich eine To-Do-Listen-App runtergeladen. Ich bin zwar mit der noch nicht ganz so zufrieden, aber egal. Das Gute ist, ich kann auf jeden Fall nachher noch weiter Sims spielen, ne? Ich habe heute eigentlich nur Sachen, wo ich nicht großartig, na gut, Staubsaugen und Keller aufräumen. Sonst kann ich weiter Sims spielen. Ich kann bei einem anderen Spielstand gleich weiterspielen. Na, wie ist er gelaufen? Warum? Nein! Wir haben dich doch immer so gut behandelt. Info zu Trendy. Mitbewohner-Suchanzeige aufgeben. Bin ja auch mal wieder versucht zu sinsen. No. Das ist cool. Ja, Ne? Klar soweit. Haben alle verstanden. Okay, sie lässt das Kind da erstmal drin. Essen geben. War ja noch nicht fertig, scheinbar. Ich wollte gerade mal Sozialhase öffnen. Eine Kontaktliste hinzufügen. Jemand taggen, Nachricht schreiben, das posten. Nachricht. Kokette Nachricht. Ja, bist du wach? Ich weiß, er ist auf der Arbeit, aber Ja, bist du wach? Ich bin immer abgelenkt, wenn ich Ja sehe. Das Lernen kann warten. Ich muss flirten. Was ich aber noch nicht ganz verstehe, ist, ich kann selten auf andere Nachrichten reagieren. Das ist halt irgendwie immer so ein bisschen... Naja. Mal gucken. Im Post taggen. Irgendwas random machen. So, und dann lass mal dein Kind raus. So. Komm ich nur wieder aufs gleiche Fenster. Und aufräumen. Und du spielst mal mit Autos. Ich will noch ein paar Samen kaufen. In der Hoffnung. Oh ja. Und einmal pflanzen, bitte. Alle sind traurig, wenn die Katze weg ist. Okay, Fantasie steigt verdammt schnell. Wir brauchen Geld. Ja, Hausaufgaben gehen. Auch nach dem Tag. Gut, wenn sie nicht gleich wieder abhauen müsste.
Sie ist ja jetzt mittlerweile in der Theater-AG. Der Theater, okay. Jo. Alle sind traurig. Ich muss auf jeden Fall das Zimmer hier noch. Oh nee, nicht aufräumen. Spiel mit dem Panda. Spiel mit dem Panda. Ich mag aber keine Kinder. Da musst du jetzt durch, Ryan. Da musst du jetzt durch. Du wirst jetzt durchgeknuddelt. Wow, du hast ja heute viel Geld nach Mitte Hause gebracht. Spiel mit. Oh, unsere Katze ist wieder da. Lol. Okay, ich muss einmal abschließen für alle Katzen. Abschließen für alle Katzen. Gibt es noch einen Weg nach draußen? Abschließen für alle Katzen. Und das war's hoffentlich. Kommen die Katzen nicht mehr raus. Ja, sie macht Hausaufgaben. Also, gleich. Leute. Wo immer du dich ja an dem. Na egal. Juhu, die Zweiergrundschülerin. Nice. Hi. Zweifel über Hochzeit. Oh Gott. Schade, Vorteil heiraten. Irgendwann müssten ein Tier trösten. Auch wenn es wieder da ist, aber egal. Hörerisch sein. Komm mal vor, stehende Hochzeit schwärmen. Romantik. Baby machen in Dusche. Snow kennt jetzt die Techte im Mächte-Interessen von Char. Jetzt erst! Das Internet kackt schon wieder ab. Das war ein Kurzvergnügen. Ich glaube, mein Internet hasst mich heute. Ich glaube, mittlerweile sind wirklich Wartungsarbeiten.
Ja, komm. Wie spät? 45, ne? So, ich speichere jetzt einmal. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ja eigentlich nur noch 15 Minuten, ne?